Dresden einmal. FC Tingen 08 und der VfB Waldshut. Begrüßen tut ihr natürlich hier auch wieder unseren heutigen Schiedsrichter Lukas Geng. Wir wünschen ihm eine gute Partie, den richtigen Pfiff zur richtigen Zeit, mit dem richtigen Fingerspitzengefühl. Und wir wissen, dass wir hier auf der Tribüne auch Fairness und auch Entscheidung des Schiedsrichters zu akzeptieren haben. Also. Alle Jungs, alle! Bitte Nummer 16. Zum Derby gegen VfB Waldshut, Ergebnis klar, deutlich 7-1, wobei so deutlich war es auch wieder nicht. Man muss schon sagen, wir waren vorne sehr effizient, aus fast jeder Möglichkeit haben wir die Tore gemacht und dann hinten könnte man auch, glaube ich, ein, zwei Tore mehr kassieren. Nestet schießt 11 Meter übers Tor, was er, glaube ich, die letzten 15 Jahre nicht gemacht hat, aber ja, es war ein faires Spiel, muss ich sagen, von beiden Mannschaften gut geführt. Viel
viel Kampf drin, viel Tempo, viel Dynamik, Zuschauer, Kulisse war voll. Eigentlich war es halt ein Derby mit einem Sieger für uns. Ich freue mich natürlich, dass wir gewonnen haben, aber ich denke, es war ein klein bisschen zu deutlich, aber das nehmen wir mit. Im Endeffekt muss jeder Sieg mitnehmen. VfB Waldshut.